Hallo, mein Name ist Dr. Paraster und ich bin der ärztliche Leiter vom Augenzentrum in München. Wenn man vor der Operation des grauen Stars steht, dann kommen viele Fragen auf. Eine der Fragen ist zum Beispiel, welche Linse soll ich nehmen? Es gibt multifokal, torisch, monofokal, dann kann man noch Monovision machen, Goethe-Blick. Es fallen einfach nur so Begriffe, die man vorher nicht gehört hat. Ich möchte Ihnen kurz erklären, was hinter diesen Begriffen steckt. Und für wen was eventuell geeignet werden würde. Ein bisschen mal Licht in diesem Wald bringen. Fangen wir mit der einfachsten Versorgungsart an. Die Einstärkenlinse. Die Einstärkenlinse ist eine Linse mit einer Stärke. Sie ersetzt die natürliche Linse, aber sie kann die Fehlerkorrektur der Hornhaut, also eine Hornhautverkrümmung, nicht korrigieren. Setze ich also eine Einstärkenlinse, Monofokallinse genannt, ein, dann kann diese Linse einen Bereich scharf stellen, solange keine Hornhautverkrümmung vorliegt. Wenn eine Hornhautverkrümmung vorliegt, dann kann ich nur ein scharfes Bild erzeugen, wenn ich eine Brille vorschalte, die meine Hornhautverkrümmung korrigiert. Also können Einstärkenlinsen, Monofokallinsen nur einen Bereich dann scharf stellen, wenn man keine Hornhautverkrümmung hat. Dann kann man sich entscheiden, ob man den Fernbereich, also Fernsehen, Autofahren und dergleichen, ohne Brille machen möchte, haben möchte, oder ob man den Nahbereich, also das Lesen, ohne Brille machen möchte. Das kann man durch die Gestaltung der Stärke dementsprechend bestimmen. Was mache ich nun, wenn ich eine Hornhautverkrümmung habe? Die Korrektur der Hornhautverkrümmung gelingt nur, wenn die Hornhautverkrümmung regelmäßig ist und sich überhaupt quasi in eine Linse, in ein Linsenimplantat hinein verarbeiten lässt. Ist das der Fall, dann kann ich die Hornhautverkrümmung messen, wie ein Abdruck, und den Linsenhersteller bitten, dass er mir die Hornhautverkrümmung in die Linse hineinschleift. Das kennen Sie von jedem Brillenglas. Das heißt, das Ganze wird individuell angefertigt und ich kann meine Hornhautverkrümmung damit korrigieren lassen. Das heißt, auch für Menschen mit Hornhautverkrümmung gibt es die Möglichkeit, im Fernbereich oder im Nahbereich ein scharfes Bild ohne Brille zu bekommen. Diese Form von den Linsen nennt man torische Linsen. Genau genommen monofokal torische Linsen. Also Linsen mit einer Stärke, die aber die Hornhautverkrümmungskorrektur mittragen. Ich fasse nochmal zusammen. Die einfachste Version ist monofokal, nicht torisch für Menschen ohne Hornhautverkrümmung. Monofokal torisch für Menschen mit Hornhautverkrümmung. Was ist nun, wenn ich den Wunsch habe, beide Bereiche korrigiert zu bekommen, also Ferne und Nähe und vielleicht sogar auch den mittleren Bereich? Dann brauche ich eine sogenannte Mehrstärkenlinse, eine sogenannte Multifokallinse. Die Multifokallinse muss nun alles können, weil wenn ich in allen Bereichen brillenunabhängig sein muss, dann muss meine Hornhautverkrümmung korrigiert sein, meine Fehlsichtigkeit korrigiert sein und die Linse muss entsprechende Fokusbereiche mitnehmen. Da gibt es verschiedene Linsendesigns. Es gibt quasi monofokale Linsen, wie erwähnt. Es gibt bifokale Linsen, die man schon als multifokal bezeichnet, die einen Fernbereich und einen Nahbereich haben. Es gibt trifokale Linsen, die sogar drei Bereiche mitbringen. Und es gibt Linsen mit dem sogenannten erweiterten Tiefenschärfe, die EDOF-Linsen. Es ist aber leider nicht so, dass man jedes Auge mit jeder Linse versorgen kann. Gerade die Multifokallinsen haben hohe Anforderungen an einer gesunden und regelmäßigen Hornhaut. Das sind Optiken, die wirklich einen guten Lichteinfall von der Hornhaut brauchen, damit sie dann ein gutes Bild in der Ferne, Mittelbereich und Nahbereich erzeugen können. Sind Fehler in der Optik der Hornhaut vorhanden, zum Beispiel durch eine unregelmäßige Hornhautverkrümmung, durch eine sogenannte Endothelerkrankung, also Veränderungen der Zellstruktur der Hornhaut, oder aber wenn einfach die Pupille zu klein ist,
kann eine Multifokallinse das nicht in diesem Auge leisten. Möglicherweise ist dann das Bild, was die Multifokallinse liefert, sogar viel schlechter, als eine einfache Monofokallinse liefern würde. Da sieht man, nicht immer ist es so, dass das Teuerste das Beste ist. Es ist immer eine Frage der Eignung. Während fast alle Menschen, die eine Operation des grauen Stares brauchen, auch eine Linse bekommen können, können nicht alle Menschen eine Multifokallinse bekommen. Wie gesagt, jede Besonderheit an der Hornhaut und der Pupille hat eine Auswirkung auf die Funktion der Multifokallinse. Werden diese verschiedenen Eigenschaften der Hornhaut, Topographie, Endotheldichtmessung, Pupillenweite, räumliches Sehen und vieles mehr, nicht geprüft, dann kann eine Multifokallinse in einem Auge landen, welches dann Lichtstreuungen, Lichtempfindlichkeit oder sogar vielleicht Doppelbilder produzieren kann. Deswegen muss auf jeden Fall vor dem Einsatz einer Multifokallinse eine erweiterte Diagnostik der Hornhaut, der Linse, der Pupille, Glaskörper und Netzhaut erfolgen, bevor man sich sicher ist, dass diesem Auge tatsächlich eine Multifokallinse gut funktionieren kann. Noch ein Wort zu der neuesten Generation der Linsen, die sogenannten EDOF-Linsen. EDOF steht für Enhanced Depth of Focus, erweiterte Tiefenschärfe. Diese Linsen besitzen durch eine optische Ausstattung die Möglichkeit, den Schärfepunkt etwas weiter auszudehnen. Dadurch schaffen sie einen größeren Schärfebereich und eine größere Tiefenschärfe. EDOF-Linsen können allerdings in der Nähe in der Regel etwas weniger als die Multifokallinsen. Sie sind eher für den üblichen Alltag genannt, das heißt, die sind eigentlich die besseren Monofokallinsen. Aber sie können nicht so viel Bereiche abdecken, wie es eine Multifokallinse kann. In manchen Fällen kann es aber Sinn machen, eine EDOF-Linse einzusetzen, besonders dann, wenn eine Multifokallinse aufgrund der Eignungskriterien hier nicht in Frage kommt. Sie sehen, für jeden Bedarf und für jedes Auge gibt es ein geeignetes und gutes Implantat, mit dem man vernünftige Sehergebnisse für den Alltag erreichen kann. Alles, was ein Linsenimplantat nicht bieten kann, kann man durch entsprechende Brillen ergänzen. Unabhängig davon, für was für ein Linsenimplantat man sich entscheidet, kann man die entsprechenden fehlenden Funktionen durch entsprechende Gläser und Brillen wieder ergänzen. Es ist also immer nur die Frage, wie viel will ich in die Linse packen und wie viel will ich in die Brille packen. Ganz wichtig ist aber der Schutzfaktor. Moderne Implantate, moderne Linsen haben entsprechende Schutzfilter. Zu diesen Schutzfiltern gehört der UV-Schutz, der inzwischen in der Europäischen Union vorgeschrieben ist und bei allen Linsen vorhanden sein muss. Auch sehr wichtig ist der sogenannte Blau- und Violettschutz. Dieser Schutz ist der natürlichen Linse nachempfunden und dient dazu, dass die Netzhaut keinen Stress, Frühalterung oder Erkrankungen wie Makuladegeneration erleidet. Dieser Schutz ist auch wichtig, damit Sie die Farben nach der Operation wieder natürlich und kontrastreich wahrnehmen. Während sogenannte Basislinsen, die meist in der gesetzlichen Krankenversicherung als Grundversorgung angesehen werden, etwas blaustichige Bilder und etwas mehr Blendempfindlichkeit hinterlassen können, tun dies Premiumlinsen in der Regel nicht. Entsprechende Premiumlinsen besitzen eine Nachtoptimierung, wir nennen das asphärisches Profil, eine Beschichtung, die entsprechend Ablagerungen auf der Linse verhindert, und ein Lichtfilter, was eine natürliche Farbwiedergabe und einen Netzhautschutz bietet. Mein Tipp für Sie: Es ist wichtig, dass Sie auf jeden Fall eine Linse bekommen, die einen ausreichenden Schutz mitbringt. Premium-Linsen tun dies. Ob diese Linse nun auch noch Ihre Hornhautverkrümmung und Ihre Alterssichtigkeit korrigieren soll, das ist davon abhängig, ob Sie weiter Brille tragen wollen oder nicht. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Experten beraten. Vielen Dank.